Ja, herzlich willkommen zurück zu Pendiment. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht für Andreas Mahler und Kaspar. Nachdem schon klar ist, dass die Stimmung in Hassing ein wenig aufgeheizt ist und wir hier mit Auseinandersetzungen zu rechnen haben, die möglicherweise auch zu gewalttätigen Auseinandersetzungen führen. Und ich würde jetzt mal das Spiel direkt starten und in das Spiel zurückgehen. Wir sind also jetzt hier in der Goldenen Hand, dem Gästehaus. Und wir schauen noch mal ganz kurz, was im Wesentlichen zu tun ist. Und zwar haben wir eine Einladung bekommen des Abtes, in die Abtei zu kommen, um Bücher in der Bibliothek zu kaufen. Und ich sollte Mutter Illuminata besuchen. Das ist das, was wir tun wollen. Und tatsächlich finden wir dort einen Brief. Habt ihr das fallen lassen, Kaspar? Nein, ich glaube nicht, Meister. Ihr wurdet gewarnt. Die Schrift sieht wunderschön aus, Meister Andreas. Ganz kurz den Spielball ein bisschen runterholen. Habt ihr das geschrieben? Ihr wurdet gewarnt. Gewarnt? Was bedeutet das? Gewarnt wovor? Es hat mit dem Mord zu tun, der passiert ist, als ich das letzte Mal hier war. Wie das? Ich dachte, sie hätten den Mörder erwischt. Schon, aber es ist kompliziert. Gehen wir einfach weiter zur Bibliothek, Kaspar. In Ordnung, Meister. Gasthaus zur Goldenen Hand. Hallo, Meister Marlow. Sehen, was die. Guten Tag, Meister Maler. Was sagt Nico? Hallo, Andreas. Und der Landsknecht hier draußen. Hallo, Andreas. Auch nicht viel mehr. Gut. Dann machen wir einen Blick auf die Karte. Und das ist unser Ziel, die Bibliothek. Bücher zu kaufen. Ja, die Stimmung brodelt hier in Tassing. Und ich hoffe, dass wir das Ganze ja gut. Ah, schlau streicheln wir natürlich. Aber sonst, was den Wissensstand angeht über die römische Hintergrundgeschichte von Tassing und die Abteigründung, als die ja eigentlich in der Hand einer Äbtissin lag und nun in der Hand eines Abtes, wissen wir noch nicht. Andreas, Bruder Guy, was tut ihr hier draußen? Vater Garnet will, dass ich die Bewohner über die Schließung des Schreins informiere. Er ist geschlossen gerade jetzt, aber warum? Der Vater hat angeordnet, dass wir die Hand zur Kirche bringen. Pilger können die Reliquien auch immer aufsuchen, aber die Stadtbewohner sollen sich von ihr fernhalten. Was? Weshalb? Der Abt hat genug von dem Aufruhr, den die Bauern und Stadtbewohner hier stiften. Er ist ihr rechtmäßiger Herr. Der Abt war mehr als großzügig, aber den Unsinn mit den 12 Artikeln lässt er sich nicht bieten. Die Hand von St. Moritz darf keinesfalls Schaden nehmen. So will es der Abt. Sie ist das Einzige, das unsere Abtei am Leben erhält. St. Moritz ist für Tassing genauso wichtig wie für die Abtei. Was ist mit dem Glauben der Stadtbewohner? Sie können ihr ketzerisches und sündiges Gebaren ja jederzeit einstellen.
Der Abt will nur die Reliquie schützen, mehr nicht. Ich habe meine Zweifel, dass es ihm nur darum geht. Ihr zweifelt an unserem Abt, Andreas Mahler? Habt ihr etwa vergessen, dass ihr in Tassing zu Gast seid? Dann hoffe ich, Abtei und Dorfbewohner können sich bald einigen. Ich ebenso. Gott segne euch, Andreas. Konventskarten. Haus der Priorin, mal schauen. Ist natürlich nicht da, klar. Wird in der Bibliothek sein, die Illuminator. Was haben wir hier? Schwester Margarete. Hallo, wer ist da? Hallo Schwester Margarete, Andreas Mahler, der Künstler. Oh, Meister Mahler, Mutter Illuminata, sagt ihr, seid zurück. Ist da noch jemand bei euch? Ja, mein Lehrling Kaspar. Hallo. Gott segne dich, Kaspar. Du riechst sogar noch mehr nach Farbe als dein Meister. Schwester Margarete ist blind, sie verlässt sich auf ihre anderen Sinne, Kaspar. Oh, danke. Haha, du bist lustig. Nun, ich sollte gehen. Mutter Illuminata gefällt es nicht, wenn wir von unseren Pflichten abgehalten werden. Natürlich, bis dann, Schwester. Gott segne euch, Meister Mahler. Und auch dich, Kaspar. So. Den Schrein können wir nicht betreten. Die Kirche. Da habe ich jetzt eigentlich gar kein Interesse dran. Und dann gehen wir mal durch auf den Friedhof direkt. Und von dort aus Piero. Halt. Ich habe mir das Grab schon angesehen. Nee, hatte ich nicht. Geht ja gar nicht. Moses Ezia, 1463 bis 1522. Der Grabstein ist von guter Qualität. Ihre Familie muss ihn in Auftrag gegeben haben. Halt. Schauen wir weiter. Das war das Grab von Matthias. Okay. Er hat sich also nichts getan. Zum Straf. Oh, Bruder Edok. Hallo, wer ist da? Andreas, Bruder Edok, Andreas Mahler. Oh, Andreas, der feine junge Künstler aus Nürnberg. Nicht mehr gar so jung, Bruder. Nein, ihr seid noch jung. Als ihr zuletzt hier wart, dachte ich, ich wäre alt. Ich lag falsch. Jetzt spüre ich das wahre Gewicht der Jahre auf den Knochen. Wie das große Meer die Klippen von Porthagen an die Zeit, hat die Zeit mich abgetragen. Aber genug davon. Wie ist es euch ergangen, Andreas? Mir ging es recht gut, danke. Das erfreut mich zu hören. Ihr scheint gelassener zu sein als bei meinem letzten Aufenthalt. Tue ich das? Das mag wohl sein. Im Skriptorium habe ich diesen Körper vielleicht zu sehr geschunden. Es piesackte meine Gelenke und stellte meine brüderliche Liebe zu Guy auf die Probe. Das Skriptorium kostete mich das Augenlicht und träufelte die Gicht in meine Hände, aber mit seiner Schließung nahm es auch den Schmerz aus meinem Herzen. Der Abt ist zufrieden damit, wenn ich dem Herrn durch Gebet und Kontemplation diene. Also bin auch ich zufrieden. Es tut mir leid, Andreas, ich muss mich jetzt ausruhen. Es tut gut, eure Stimme wieder in Kirsau zu vernehmen. Gott segne euch. Gott segne euch, Bruder Edok. Prior ist Mathieu. Hier ist auch nichts zu erkennen. Skriptorium verfiel rasch, nachdem Vater Gernot die Bibliothek geschlossen hatte. Komisch. Ah, Stena. Seid gegrüßt, Meister Mahler. Hallo, Schwester Stena.
Ihr seht wie ein echter Künstler aus. Ich bin beeindruckt. Ihr lebt sicher wie ein feiner Herr. Ein Herr, der sich zwischen Verpflichtungen zerreibt, zwischen meiner Frau und meinen Gönnern. Kein schönes Leben. Ihr habt keine Ahnung, was Elend bedeutet. Ihr könnt in eurem Leben frei entscheiden. Warum lebt ihr nicht gern in Kirsau, Schwester? Ich bin nicht wie ihr. Ich habe mir dieses Leben nicht ausgesucht. Meine Familie konnte mich nicht an einen wohlgeborenen verheiraten, also haben sie der Abtei gespendet. Der Betrag war so hoch, dass die Abtei mich als Nonne aufgenommen hat. Ich wurde in den Habit gezwungen. Ich habe mein früheres Leben geliebt. Ihr konntet euch euren Werdegang frei wählen. Ich wurde dazu gezwungen. Und ihr redet daher, als wärt ihr nicht die erfolgreichste Person, die Tassin gerade zu bieten hat. Das wusste ich nicht. Tut mir leid. Ihr könnt vor Glück sagen, dass ihr Männer ein Leben führen könnt, wie es euch beliebt, Andreas Mahler. Ich hingegen muss als Frau nobler Abstammung mein Leben mit allen alten Weibern und Kerlen verbringen. Ich habe im Laufe der Jahre viel akzeptiert, aber so perfekt wie Illuminator werde ich nie. Aber es ist besser als vorher. Ich sollte zurück an die Arbeit. Danke für die Unterhaltung, Andreas Mahler. Bis später, Schwester Stena. Dann gehen wir mal in die Bibliothek. Gott segne euch, Andreas. Es ist zu lange her. Ich weiß, Vater Abt hat sich deutlich ausgedrückt, dass ihr nach eurer Abreise nie zurückkehren durftet, aber wir hatten gehofft, von euch zu hören. Ja, ich bitte um Entschuldigung. Ihr habt natürlich recht. Ich freue mich, euch wiederzusehen, Mutter Illuminata. Das ist mein Lehrling. Gott segne euch, Mutter Oberin. Gott segne dich, junger Kaspar, Meister Maler. Es freut mich, euch zu sehen. Gleichfalls. Tut mir leid, dass ihr sie jetzt so sehen müsst. Sie wird in letzter Zeit kaum genutzt. Was ist geschehen? Nach dem Mord an Baron Rotvogel schrumpfte die Zahl unserer großzügigen Gönner immer mehr. Die wenigen, die uns noch die Treue hielten, haben das Interesse verloren. Es ist leichter, neue Werke bei der Lukas-Gilde oder Meistern in großen Städten wie Nürnberg in Auftrag zu geben. Pater Gernot sah keine Veranlassung, Skriptorium oder Bibliothek weiter zu nutzen. Die meisten Bücher hier wurden arg vernachlässigt. Nach Mutter Cecilias Tod hatten weder ich noch Schwester Stena Zeit, den Katalog zu pflegen. Wie schrecklich, Kirsau besaß eines der letzten Klosterskriptorien in Bayern. Wie schon Bruder Piero zu sagen pflegte, alles ändert sich mit der Zeit. Jetzt bleiben nur Bücher, die an interessierte Personen verkauft werden. Eine Aufgabe, mit der mich Vater Gernot betraut hat. Stena ist sauer. Und natürlich Schwester Stena. Ich weiß nicht einmal, wo ich anfangen soll. Meister Andreas, vielleicht findet ihr ja ein Buch für die kleine Magdalene. Etwas, das noch nicht gedruckt wird. Ein ausgezeichneter Vorschlag, Kaspar. Ja, dann schauen wir mal. Was haben wir hier? Parsival. Duchtefall. Ein Duchterplan. In Herzen. Naja, Parsival. Vielleicht wäre Klaus diesem Roman nicht abgeneigt, so sehr wie er christliche Tugenden betont. Das Deutsch ist ein wenig altertümlich, ist Mittelhochdeutsch, aber sicher wird sie es mit Klaus Hilfe schaffen. Rapiere, da haben wir. Ah, Parsival. Wer weiß, vielleicht reizt es ihre Vorstellungskraft. Das scheinen lateinische Übersetzungen von Origines Homilien zu sein. Leider in Teilen verbrannt.
Wahrscheinlich kein gutes Geschenk für ein junges Mäh. Moment. Das ist die gleiche Schrift wie auf den Pergamenten, die ich bei den Nachforschungen zum Baron fand. Stimmt. Da. Jerusalem da. Wer immer dies schrieb, verfasste auch die anderen Texte. Ich muss Illuminata danach fragen. Oh, interessant. Was haben wir hier? Oh. Richard de Bury, Philobiblon, ein Text über die Sammlung und Erhaltung von Büchern. Vielleicht haben Illuminata und Erzieher hier ihre Kunstgriffe gelernt. Gewiss ein gutes Buch für die Tochter eines Druckers. Aber nicht wirklich spannend, oder? Eine Kopie von Jacobus de Varigenes Legenda Aurea, also die heiligen Legenden. Jede gute Christin sollte die Legenden der Heiligen kennen. Und das Latein ist einfach genug, dass sie bald selbst lesen können sollte. Naja. Das war's, oder? Nee. Was haben wir hier noch? Da. Albertus Magnus de Animalibus. Es enthält, gibt sich als Bestiarium, aber es enthält noch so viel mehr Wissen über allerlei Gebiete. Es könnte das Interesse an Tieren und der natürlichen Welt wecken. Und die Illustrationen sind wunderbar. Ich schwanke ein bisschen zwischen Parsival und De Animalibus. Na, wir lassen es mal drauf ankommen. Habt ihr entschieden, welche Bücher ihr erwerben wollt? Ja, nur eines. Parsival. Einer der zentralen Texte in unserem Fach. Der ist schon, Parsival ist schon gut, aber ich denke, ich nehme die Animalibus. Es ist reich an Wissen. Bestimmt werdet ihr es genießen. Klaus Druckers Tochter, die Magdalene, wird das sicher. Das Latein wird sie fordern, aber ich bin gewiss, mit Beharrlichkeit wird sie es meistern. Benötigt ihr noch etwas? Ja, Mutter Illuminata, was wisst ihr über dieses Buch? Ich weiß gar nichts darüber. Ich sehe es zum ersten Mal. Wo habt ihr es gefunden? Das habe ich auf einem der unteren Regale gesehen. Ich glaube nicht, dass es in unserem Katalog ist. Es ist an den Ecken versenkt. Warum? Wie kann ich herausfinden, woher es kommt und wer es geschrieben hat? Wenn es nicht in unserem Katalog ist, weiß ich leider nicht, wen ihr fragen könnt. Wenn es eine Neuanschaffung war, sind wir die Einzigen. Sind die Einzigen, die es wissen können, Mutter Cecilia und Vater Matthias. Eine Schande, denn der Verfasser hat auch die Briefe geschrieben, die ich gefunden habe, als ich den Tod des Barons untersucht habe. Die in der schönen Buchschrift? Bruder Edok hat mir davon erzählt. Ich gehe jetzt nochmal die Person durch. Komisch, dass er das nicht registriert hat. Vielleicht weiß er etwas über dieses Buch. Also er ist schon länger hier als wir alle. Warum sollte die Person, die die Briefe verfasst hat, ein Buch in unserer Bibliothek geschrieben haben? Nun, genau das ist die Frage. Wer es auch war, ist die verborgene Hand. Wie? Eine Person, die die Menschen in Kirsau und Tassing beeinflusst hat, die die Fäden gezogen hat, um jemanden zum Mord an Baron zu treiben. Ich dachte, einer der Brüder hat den Baron getötet. Das hatte er auch, aber der Baron wurde von einer Person, die die Geheimnisse aus Kirsau und Tassing kannte, in den Kapitelsaal gelockt. Leider können wir euch nicht mehr zur Herkunft des Buchs sagen. Da es jedoch nicht in unserem Katalog ist und bereits beschädigt, bezweifle ich, dass der Vorderabt etwas dagegen hätte, dass ihr es behaltet. Ausgezeichnet, danke. Ich bin froh, dass jemand es vor den Flammen gerettet hat. Jetzt gehen wir zu den Druckern. Skriptorium, genau. Vielleicht sehe ich den Edok nochmal. Der wird essen.
Halt, wir müssen in den Kreuzgang. Und zwar ins, nein, nein, falsch, ins Refektorium. Lukas, ah, da interessiert mich jetzt nicht, Lukas. Kann ich mit Garn sprechen? Gott segne euch, Andreas. Hey Doc, Gott segne euch. Ah, der hat uns ja schon gesagt, dass er nicht weiß, woher die Schrift kommt. Und das ist nicht von Gier und nicht von... Oder haben wir das gesagt, dass die das nicht sein können? Dann müssen wir vielleicht nochmal her. Wir gehen jetzt erstmal zu dem Trokos essen. Und bevor wir schlafen gehen, kommen wir nochmal hier zurück. Also vielleicht geht es ja. Kommen wir nochmal hier zurück. Und fragen Edok. Sieht wunderschön aus. Okay. An der goldenen Hand vorbei. Und zu den... Ja, mit Frau Thomas rede ich jetzt auch nicht. Das soll mal ruhig sein. Ruckerhaus. Oh, Gäste. Oh, die kleine Magdalene. Klaus. Ihr seid zurück, gut. Wir wollen gerade essen. Wollt ihr und Kasper euch dazusetzen? Natürlich, danke, Klaus. Sie ist schwanger. Willkommen zurück, Andreas. Kaspar. Andreas, das sind meine Freunde Benjamin und Rachel Sommerfeld. Sie sind auf dem Weg zurück nach Prag. Die Namen, würde ich sagen, Juden. Benjamin, guten Tag. Rahel. Hallo, entschuldigt, dass ich nicht aufstehe. Es ist ein bisschen schwer. Natürlich, ich verstehe. Es freut mich, euch beide kennenzulernen. Hallo. Magdalene. Oh. Hallo. Das klang wie ein echtes Wort, Klaus. Sie lernt jeden Tag mehr. Bald wird sie schon lesen. Das passt wunderbar. Ich habe ein Geschenk für sie. Ach. Seht es als kleine Entschuldigung an. Nun gut, dann lasst uns mal die kleine Entschuldigung sehen. Bitte sehr. Albertus Magnus de Animalibus Andreas, sie ist erst 2 Jahre alt. Ihr könnt es lesen, bis sie alt genug ist. Ich bin sicher, sie wird im Haus eines Druckers schnell lernen. Danke dafür, es ist ein netter Gedanke. Wir sollten beten, bevor wir essen. So denn die Sommerfelds nicht dagegen haben. Ganz und gar nicht. Wir sind es gewohnt, in christlichen Häusern zu Gast zu sein. Danke für die Frage, Klaus. Gut, dann werde ich das Gebet sprechen. Segne unser Herr und diese deine Gaben, die wir durch deine Gnade erfahren. Durch Christus, unseren Herrn. Amen, 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 Amen. Klaus, danke noch einmal, dass ihr uns beherbergt. Es war eine solch lange Reise. Ist es soweit? Nein, mir geht es gut, glaube ich. Mir tut nur alles weh. Wir wollten schon vor Wochen in der Heimat sein, aber die Kämpfer haben die Reise aus Basel in die Länge gezogen. Ist Prag eure Heimat? Ja, wir betreiben dort eine Druckerei. Wart ihr jemals in Böhmen? Ah, Lettern gewechselt. Leider nicht. Ich war in den letzten Jahren vor allem in Frankreich. Wundervoll, soweit haben wir es leider noch nie geschafft. Die Regeln für Juden, die im Königreich leben, machen es für uns deutlich weniger reizvoll. Ihr seid ihr jedoch alle willkommen. Tassing hat lange nicht mehr so viele Künstler unter einem Dach versammelt. Es ist beeindruckend zu sehen, wie sich das Druckwesen entwickelt hat. Einige der Gravuren, die ich gesehen habe, sind geradezu fantastisch.
Und jedes Jahr werden neue Techniken, Schriftsätze und Stile entwickelt. Benjamin versucht, einen besser lesbaren Schriftsatz für das Jiddische zu entwickeln. Wir besitzen Drucktypen für das Hebräische, aber es wäre schön, eigene für das Jiddische zu haben. Wie modern. Ja, die Schriftart entwickelt sich noch und wird normalerweise nur in Büchern für jüdische Frauen verwendet. Ich möchte, dass unsere Schrift mehr Menschen zugänglich wird, besonders denen, die nur Jiddisch lesen können. Oh, schön. Hier, so etwas. Ich werde euch Proben zukommen lassen, wenn ich fertig bin, Klaus. Gut, das würde mich fr. Uff. Benjamin. Ich. Ja, es geht mir gut. Klaus, an was arbeitet ihr? Ich muss bereit sein, an Gäste auf der Durchreise zu verkaufen, aber in letzter Zeit habe ich die 12 Artikel für die Stadt gedruckt. 12 Artikel. Mit Endrundung. 12. Dank Vater Thomas kann jeder in der Stadt so gut lesen, dass er die Seite schafft. Er hat viele Leute zum Nachdenken angeregt und viele stimmen mit Ottos Ansichten überein. Ihr habt ihn ja selbst gehört, Andreas. Was denkt ihr über die Entwicklung in Tassing? Ich denke, der Abt befindet sich in einer schwierigen Lage und er versucht, einen Ausweg zu finden. Aber kann er einen Weg finden, der nicht auf dem Rücken aller Bauern der Stadt verläuft? Seit Jahren machen ihnen die Abgaben Schwierigkeiten und jetzt dürfen sie nicht einmal mehr den Wald benutzen. Der Abt muss sich doch an eine höhere Stelle richten können, um Hilfe zu erhalten. Wen? Den Papst, den Herzog von Bayern? Könnte ihn mit einem Heer unterstützen, aber wohl nicht mit Geld. Er könnte sich mit Otto zusammensetzen und einen Kompromiss finden. Otto hat bereits versucht, mit ihm zu sprechen. Der Abt will davon nichts wissen. Naja, wir verstehen sehr gut, was hier passiert. Wir haben es in ganz Schwaben gesehen, die Bauern leiden. Das ist wahr, aber ich sorge mich darum, was in Tassing geschehen wird. Au! Mir geht's gut. Die Bauern sind den Soldaten des Schwäbischen Bundes nicht gewachsen. Was ist der Schwäbische Bund? Soldaten des schwäbischen Adels, die den Frieden im Reich wahren sollen. Plündern, Morden, Rauben nennen sie mit falschem Namen Herrschaft. Und wo sie eine Wüste hinterlassen, nennen sie es Frieden. Galgacus, nicht wahr? Ob nun römische Legionäre die Kelten unterwerfen oder der Schwäbische Bund, der die eigenen Bauern niederstreckt, es ist doch alles gleich. Der Frieden der Herrschaft. Meine Frau liest viel römische Geschichte. Die Rabbis lassen mich die Heilige Schrift nicht lesen. Was soll ich sonst in einem Haus voller Bücher tun? Ich weiß, dass Otto und die Bauern sich in Gefahr begeben, aber ich glaube, dass Otto friedlich bleiben wird. Wir müssen uns nicht um den Schwäbischen Bund sorgen, sondern um die Soldaten des Herzogs von Bayern. Bayern. Der Fürstbischof hat die kirchliche Autorität, aber die Lande rund um Tassing und Chiemsee sind dem Herzog. Klaus, es tut mir leid, was eurer Familie widerfahren ist und dass ich nie zurückgeschrieben habe. Mehr kann ich nicht sagen. Tut mir leid. Ich bin gespannt. Oh, es ist soweit. Es ist soweit. Oh, nicht doch. Davor hatte ich Sorge. So können wir nicht reisen. Das ist alles meine Schuld. Wir hätten Basel früher verlassen sollen. Ich liebe dich, Benjamin, aber bitte sei still. Das ist mir egal. Ich brauche Hilfe. Ja, wir brauchen eine Hebamme. Gibt es eine, die Rahel unterstützen würde? Agnes Steinhauerin. Sie ist die Hebamme in Tassing. Könntet ihr sie holen? Klaus? Ja, ich sollte sie holen. Agnes hat jedes Kind in Tassing zur Welt gebracht, solange ich denken kann. Sie würde keine Frau abweisen.
Danke, danke, danke. Klaus, du bist ein wahrer Mensch. Genug der Danksagungen, holt mir die Hebamme. Ja. Andreas, ich verzeihe euch. Kaspar, es war schön, euch bei uns zu haben, aber ihr müsst nun beide gehen. Danke, Klaus. Viel Glück, Rahel. Danke, das werde ich brauchen. Ich werde Agnes holen. Danke, dass ihr gekommen seid, Andreas. Oh, fast hätte ich es vergessen. Ihr solltet euch die Vorbereitung für das Freudenfeuer in der Stadt ansehen. Ihr habt es bei eurem letzten Besuch verpasst. Klaus! Ich gehe ja schon. Vielen Dank, Klaus. Wir gehen jetzt. Bis bald. Vorbereitung des Feuers. Erstmals gehen wir zu Edok. Erstmal gehen wir zu Edok. Das ist das Entscheidende. Der muss ja nicht mehr arbeiten. Und wir gehen in den Kreuzgang. So, jetzt laufen wir alle Räume ab. Ich denke, er ist wieder im Garten. Also nicht im großen Garten, sondern am Strafgericht. Und da flitzen wir jetzt mal hin. Da ist Volkbert. Dem rede ich jetzt aber auch nicht. Friedhof. Und ich hoffe, dass er da ist. Da ist er. Seid ihr es wieder, Andreas? Ja, Bruder, ich habe da Fragen zu einem Buch. Oh, ich fürchte, da werde ich keine Hilfe sein. Ich kann kaum noch lesen. Ich kann es euch beschreiben. Es ist eine Kopie von Origines Homilien in ganz ausgezeichneter Schrift. Und an den Rändern ist es angesenkt. Ja, ihr kennt es. Wisst ihr, woher es kam? Wer es kopierte? Andreas, vergesst dieses Buch. Was? Weshalb? Es kam von einem feurigen Ort in schrecklicher Finsternis. Was bedeutet das? Dieser Einband, diese Bögen, sie tragen die Zeichen eines großen Bösen in sich. Auch eine Seele kann solche Male tragen, die ein Leben nicht verheilen. Wessen Seele? Die der Person, die dieses Buch schrieb? Eine Präsenz macht, wacht über diesen Ort, Andreas. Eine Präsenz, die wünscht, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind. Eine Präsenz, was meint ihr? Mehr kann ich nicht sagen, Andreas. Es tut mir leid. Was wirklich? Könnt ihr nicht mehr sagen oder wollt ihr nicht? Ich wage es nicht zu eurem eigenen Wohl. Gott behüte euch und euch ebenso, Bruder. Ach, komm schon. Ach, komm. Die Präsenz. Nein, Quatsch. Irgendjemand schreibt es doch. Irgendjemand hat es doch geschrieben. Edok weiß, wer es war. Und eine Macht will, dass alles so bleibt, wie es ist. Ich glaube nicht, dass ich die Möglichkeit habe, das rauszubekommen, wer das ist. Damit führt mich mehr oder weniger das Spiel die ganze Zeit vor. Der Schrein ist immer noch geschlossen. Die Illuminata konnte es mir auch nicht sagen. Ah, Mann. Na egal. Wir haben es probiert. Wir haben halt. Adam Köhler. Komm her. Da.
Hallo Meistermaler, gut seht ihr aus. Danke Adam, wie geht es dir? Ganz gut soweit, glaube ich. Watzlaw ist vor ein paar Jahren gegangen, das musste ja irgendwann passieren. Ich vermisse seine Gesellschaft, aber jetzt kann ich so viel tratschen, wie ich will. Aber wem soll ich das erzählen? Habe ich viel verpasst? Was ich euch alles erzählen könnte, in Tassin ist so viel passiert, das würde ewig dauern. Ach. Ich habe vor einigen Tagen kaiserliche Reichspostboten von der Abtei wegreiten sehen. Bruder Guy hat den Beutel fallen lassen. Er sah schwer aus. Der Abtei muss es besser gehen, als der Abt vorgibt. Ja, irgendwie nicht, oder? Dabei soll die Abtei finanziell nicht gut dastehen. Seltsam, nicht wahr? Die Boten kommen ein- oder zweimal pro Monat. Dass der Abt die Einschränkungen kurz vor der Johannisnacht verstärkt hat, tut sein Übriges. Die Stadtbewohner sind zu allerlei Unfug aufgelegt. Was für Unfug denn zum Beispiel? Ich nehme an, dass Johann und Kati schon ein ruhiges Eckchen finden werden. Kati, die war doch mit Franz verheiratet. Und Johann mit Hedi. Okay. Das ist ja mittlerweile fast schon Tradition. Veronika und Brigitta werden um Mitternacht sicher wieder beim Wasserfall baden. Doch, was ist Tradition? Das tun sie schon seit vielen Jahren. Jetzt geben sich alle größte Mühe, dem wachsamen Auge des Abtes zu entgehen. Er ist ein großartiger Wie. Recht so, also ein Fatzke. Ich habe dich bei Ottos Rede vermisst. Stehst du denn nicht auf Seiten der Bauern? Ihre Angelegenheit betrifft mich ja eigentlich nicht. Ich mache mir wegen der Soldaten, die hier durchkommen, auch Sorgen, aber Steuern und Beschränkungen kümmern mich wenig. Ich verstehe ihren Ärger, aber ich schlage mich hier draußen noch mit viel weniger durch. Für mich ändert sich nichts, wenn sie ihren Willen bekommen. Verstehe. Aber genug davon. Danke, dass ihr gekommen seid, Meistermaler. Bis später, Adam. Bis dann. Okay. Johann und Kati. Deren Tochter war im Übrigen, also Katis Tochter, nee, Katis Sohn war Martin. Ihr Mann, Hans. Johann ist mit Hedi verheiratet und die haben Veronika als Kind. Und die ist jetzt verheiratet mit Jörg. Und Franz ist tot. So war das. So war das. Statt am Ende. So, ich schau mal. Oh. Alle scheinen für das Feuer heute Abend zu schuften. Die Amende ist festlich geschmückt. Seht euch die Blumen an, Meister. Und das Feuer ist riesig. Wie läuft es mit dem Feuer? Kommst du mit den Holzstämmen zurecht, Endris? Es läuft alles. Ich bin fast fertig. Alles ist bereit, Otto. Gut, gut. Also gut, alle zusammen, denkt daran, nach dem Feuer heute Abend feiern wir wie gewohnt. Wir werden alle in den Wald gehen und Kräuter sammeln, wie es unser Brauch vorsieht. Otto der Abt hat verboten, im Wald Kräuter zu sammeln. Bitte um aller Willen überdenkt euer Vorgehen. Danke, Vater, aber die Anweisungen des Abts widersprechen Gottes Gesetz. Der Wald gehört uns allen, ebenso wie all sein Wild und Geflügel und die Fische. Er kann kein Eigentum an etwas beanspruchen, das der Herr uns gemeinsam gegeben hat. Nein, es tut mir leid, Vater, wir werden weitermachen wie geplant. Solange ich denken kann, hat Tassing den Brauch des Johannesfests immer begangen. Wir werden jetzt nicht damit anfangen. Was? Wir werden jetzt nicht damit anfangen? Und denkt daran, morgen werde ich euch den Beweis zeigen, dass so sicher wie die Sonne sich um die Erde dreht, Gott und unsere Heiligen sind mit uns. Guten Tag, Andreas. Hallo, Bruder Wojslaw. Ottos Ankündigung ist schon wieder mit Mathilde unterwegs. Ottos Ankündigung scheint euch beunruhigt zu haben. Ist alles in Ordnung? Otto widersetzt sich dem Abt immer heftiger. Vater Gernot wird diese Tatsache nicht erfreut zur Kenntnis nehmen. Wie sollte der Abt sie aufhalten? Er kann ja, sie ja schlecht eigenhändig aus dem Wald vertreiben.
Der Vorderabt weiß, dass nur Gewalt hilft, um Menschen zu erziehen. Was denkt ihr, wie er seine Stellung bekommen hat? Guter Einwand, aber warum ist der Abt deswegen so aufgebracht? Habt ihr Vater Thomas nicht gehört, Andreas? Der Abt hat erklärt, dass die Wälder nicht genutzt werden dürfen. Ich sollte dazu nichts sagen. Ich bin sicher, dass der Abt euch mehr dazu sagen wird. Er hat mich geschickt, um euch eine Einladung zum Abendessen für heute auszusprechen. Ich bin sicher, dass der Vater die Lage während des Abendessens erläutern wird. Nun gut, ich denke, ich kann sie annehmen. Gilt diese Einladung auch für Kaspar? Tut mir leid, Andreas, aber der Vaterabt hat darum gebeten, dass ihr allein kommt. Bitte sagt dem Abt, dass ich ihn am Abend sehen werde. Ich werde wohl erfahren, warum es ein solches Aufhebens gibt. Ich treffe dich nach dem Essen in der Goldenen Hand, in Ordnung? Darf ich Festschmuck aufhängen, während ihr beim Abt seid? Ja, aber sei vor Sonnenaufgang und Untergang zurück, ja? Ja, danke, Meister. Bis später. Ach, die feiern schon. Peter, Till. Kann man mit dem Till reden? Hallo, Meister Maler. Das sieht mir nach einem sehr christlichen Fest aus, das hier gefeiert wird. Johannisnacht. Das ist die längste Tag im Jahr. Sommersonnenwende. Dürfte so ziemlich in allen Kulturen gefeiert werden, die irgendwie bis drei zählen können. Schau. Eva, Otto. Wie hieß das Kind? Ötz. Der kleine Otto. So. Da ist er. Otto Ötz Zimmermann. So. Es ist schön, das zu sehen, wie sich das entwickelt hat. Mathieu, den haben wir doch schon. Lukas, Hedi. Genau, Hedi. Ehefrau von Johann Bauer, Mutter von Veronika und Hans, genau. Und dann haben wir wie sieht doch gleich? Kati. Zu weit geblättert. Kati. Witwe von Franz Bauer. Und Johann, also Mann von Hedi, hat ein Verhältnis mit Kati, der Mutter von Martin. So. Oh, schon überall Schmuck. Schön. Ja gut, das schauen wir uns jetzt alles nicht an. Wir gehen jetzt direkt zum Ab. Mehr zu erwarten habe ich jetzt hier, glaube ich, nicht. Denn es läuft faktisch auf die Auseinandersetzung zur Johannisnacht hin. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Werde aber gleichzeitig mal einen Blick auf die Uhr werfen. Aber wir sind gut dabei. Ich denke, wir machen die Stunde voll heute. Gehen zum Abt noch zum Essen. Und dann zum Johannisfeuer. Andere Abtei. Wie steht da? Kann ich denn, wenn ich zum Abt eingeladen bin, dann kann ich ja wahrscheinlich direkt am Gasthaus vorbeigehen und ja, das war jetzt Quatsch. Muss ich nicht in die Kirche gehen. Zumal ich von der EDOC eh nichts mehr zu erwarten habe, ja. So, na dann, Gernot. Geht los. Gott segne euch, Andreas. Ich bin froh, dass ihr meine Einladung erhalten habt. Wollen wir uns zu Tisch begeben? Ja. Gut. Andreas, danke, dass ihr zum Abendessen erschienen seid.
Ich gebe zu, ich war über eure Einladung überrascht, Vater, aber ich bin ihr gern gefolgt. Wir sind freundlich, das bringt jetzt nichts mehr hier. In diese aufgeheizte Stimmung immer noch schön Öl reinzuschütten. Ja, nun, als ich hörte, dass ihr nach Tassing zurückgekehrt wart, das ist übrigens die ganze Zeit falsch geschrieben, es ist ein durchgehender Fehler. Ich warte nicht, ich bin gewesen. Öffnete der Herr mein Herz der Vergebung. Na hoi, das Herz der Vergebung. Ich denke, es ist höchste Zeit, dass wir uns vertrauen, Meister Maler. Bitte setzt euch und lasst uns zusammen beten. Segne uns, o oh Herr, und diese deine Gaben, die wir durch deine Gnade erfahren. Ja, es ist was eine ganz, also was so eine, was ich jetzt so halt einschleife, ne? Egal ob gut oder böse, hintertrieben oder offenherzig, alle sprechen dasselbe Gebet. Herr, leite jeden von uns zu deiner Weisheit, Umsicht und Führung durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. So. Jetzt sehen wir so ein bisschen Wasser predigen, Wein trinken. Bruder Wojislaw hat meine Nachricht in der Tat prompt abgeliefert. Ich bin überrascht, dass ihr überhaupt aufgetaucht seid. Ihr habt schließlich etwas an uns, etwas aus euch gemacht. Es ist gut zu sehen, dass eure Zeit in Kirsau nicht vergeudet war. Ihr seht sogar ganz wie der berühmte Künstler aus. Also Albrecht Dürer, da muss ich schon die ganze Zeit dran denken, an das Selbstbildnis von Albrecht Dürer. Ich verlinke das vielleicht unter der Beschreibung oder dem Video. Das muss ich mal notieren. Wir sind jetzt hier bei, Moment, bei Minute 46. Albrecht Dürer. Es ist so, es liegt einem schon die ganze Zeit so auf der Zunge und jetzt der Abt durchbricht jetzt hier faktisch all die Mauer zwischen Fiktion und Geschichte. Was habt ihr in den letzten Jahren getan, seitdem ihr so ein Unheil in Tassing hinterlassen habt? Oh, der lässt aber auch keine Provokation aus. Ich lasse mich aber nicht ärgern. Ich verbrachte viel meiner Zeit damit, Auftragsarbeiten in Frankreich anzufertigen und von dortigen Künstlern zu lernen. Ja, beschäftigt damit, sich dem Adel anzubiedern, ich verstehe. Jetzt hätte ich gerne eine Wahlmöglichkeit gehabt, da hätte ich gerne nichts drauf gesagt. Warum habt ihr mich denn nun überhaupt hergebeten? Tatsächlich wollte ich die Spannungen besprechen, die zwischen der Abtei und den Leuten des Ortes immer stärker werden. Ich möchte die Lage erklären. Andreas. Ich provoziere ihn nicht. Was genau wollt ihr denn klären? Ich möchte lediglich, dass ihr die Umstände objektiv versteht, aus allen Perspektiven. Ich glaube, ihr habt bisher nur von einer Seite gehört, Andreas. Autos kleine Ansprachen über Steuern werden der Situation nicht in Gänze gerecht. Warum verlangt ihr denn so hohe Abgaben, Herr? Während ich mir hier das feinste Essen, die Lebkuchen und die Pasteten in den Mund stecke. Mit der Schließung des Kryptoriums sind die Steuern notwendig, um das verlorene Einkommen auszugleichen. Es muss doch eine andere Möglichkeit geben. Müsst ihr die Abgaben denn gar so hoch setzen? Bruder Guy hat sich die Ausgaben der Abtei genau angesehen, Andreas. Die Erhöhung der Steuern ist der beste Weg, diese Kosten abzudecken. Okay, der Guy rennt mit Beuteln voller Geld durch die Gegend und er hat gleichzeitig den Überblick über die Einnahmen. Das sind ja gute Aussichten. Aber was ist mit dem Verbot der Waldnutzung durch die Bauern? Die Beschränkung ist neu. Lebkuchen oder Fasan? Welches arme Leute essen wähle ich denn? Ich nehme mal Lebkuchen. Der Wald gehört der Abtei und die Bauern haben kein Recht, ihn zu nutzen. Die Jure war es schon immer Diebstahl.
Warum sprecht ihr mich denn darauf an? Mit den Stadtbewohnern müsst ihr reden, nicht mit mir. Mich geht das nichts an. Entschuldigung, ich habe es mit Otto versucht, aber der rückt keinen Zoll von seiner Position ab. Ich frage euch nach eurer Meinung zu der Sache, denn die Bauern wollen nicht direkt mit mir sprechen. Ich hörte, sie werden ihre Widerspenstigkeit fortsetzen, indem sie zur Johannisnacht Kräuter sammeln. Der ganze Ort weiß, dass es verboten, dass ich es verboten habe. Diese Sache ist gravierend. Ich werde jeden exkommunizieren, der meine Order so missachtet. Ja, da ist aber auch schon ziemlich fertig jetzt, oder? Gernot? Exkommunizieren, also aus der Kirche ausschließen, aus der Gemeinschaft der Getauften. Und das ist schlimmer, kann man es nicht treffen. Ihr würdet die Stadt über solche Nichtigkeiten verdammen? Das ist an ihn. Na, da hat seine Zeit gelebt, würde ich sagen, ja? Solange ihr in der Stadt seid, wird Neutralität euch versagt bleiben. Unterstützt mich darin, diese närrische Rebellion zu beenden. Ihr habt einen Ruf in der Stadt, Andreas. Ihr seid erfolgreich und die Stadtbewohner glauben sich euch ähnlich. Ich möchte, dass ihr die anderen Städter, den Drucker zum Beispiel, überzeugt, dass dieser Aufstand nicht in ihrem Interesse ist. Der Rest der Stadt wird folgen und die Bauern haben für sich keine Chance. Wir können dies zu einem friedlichen Ende bringen. Die Bauern haben echte Anliegen. Rede doch mit ihnen und verhandelt. Ich bin ein nachsichtiger Mann, aber Ottos Halsstarrigkeit hat selbst mich herausgefordert. Otto ist nicht zum Disputieren aufgelegt, Andreas. Deshalb flehe ich um eure Hilfe in der Angelegenheit. Bitte denkt noch einen Augenblick nach. Vorerst müssen wir unser Treffen beschließen. Ich muss mich verabschieden. Ich habe noch den Gottesdienst zur Komplett anzuleiten. Naja, schauen wir mal, wer stirbt. Gernot oder Otto. Bitte denkt darüber nach, was wir besprochen haben, Andreas. Gewiss könnt ihr den Weg hinaus selbst finden. Das werde ich vorab. Gute Nacht. Hey Mann. Zurück zu einem Ende. Andreas Mahler hatte mal einen ziemlich guten Zeitpunkt, hier aufzutauchen. Das Gästehaus ist niemand da. War ein ziemlich guter Zeitpunkt, da zu sein. Kurz bevor es richtig knallt. Oh, sieht toll aus, ne? Die Johannisnacht. Schön umgesetzt im Spiel. So. Kann ich in die Kirche? Ich gehe mal in die Kirche. Unsere liebe Frau vom Labyrinth. Ah. Da ist das Labyrinth. Ein Gemälde der Jungfrau Maria. Hm, was symbolisiert das Labyrinth? Weiß keiner. Ah, das ist das Fenster von Amalie. Altarraum. Hier die Kerzen. Zum Gedenken. Schöne Illustration. Lebensbejahend. So, was haben wir hier noch? Ah, die Anbetung der drei Könige. Ah, schönes Motiv. Gut. Also passiert nicht viel. War jetzt auch nicht zu erwarten, dass vor der Johannisnacht und dem heidnischen Feuer, das sie da aufgeschichtet haben, die Meute in der Kirche sitzt. So. Und dann gehen wir auf die Almende. Ich bin gespannt. Ah, noch nicht ganz. Da haben wir das Zimmermannhaus, genau. Schauen wir mal. Ottilia, was hat Ottilia anzubieten? Gut, gut. Ihr seid dieser Künstler, der bei den Gärtners gewohnt hat.
Ihr wurdet in die wunderbare Tötung dieser Ratte, des Barons, verwickelt. Ich habe nur versucht, den Namen meines Freundes reinzuwaschen. Denkt ihr, mich interessiert das? Würde eine Sturzflut die Abtei und alle Mönche in den Fluss spülen, würde ich mir den nächsten Mann schnappen und mit ihm einen Freudentanz aufführen. Wie auch immer, jetzt ist keine Zeit zum Reden, hübscher Mann. Es ist Zeit, das Feuer anzurufen. Anrufen? Audans, Mama Perchta. Ja, sehr schön. Oh, in Ordnung, ich werde gehen. So, die alte Hexe. Genießt den Abend, Andreas. Aber wenn ihr meinen Rat wollt, geht heute Nacht nicht in den Wald. Okay. Ah, das Feuer. Ah, das ist ein tolles Motiv. Wir schauen mal. Paul. Hat mir im ersten Blick gar nichts. Der kranke Peter, der Jörg. Die Bergers, also Nico und seine Frau Hanna. Der alte Till. Ulrich und Peter. Stolz, der Arzt und keine Ahnung wer. Ah, die kleine Magdalene. Das ist ein schönes Motiv. Damit beende ich jetzt mal diese Folge. Und mache genau hier an der Stelle beim nächsten Mal weiter. Bin total gespannt, wie das jetzt weitergeht, was die Nacht mit sich bringt. Und vor allen Dingen, wie sich hier die Geschichte weiterentwickelt. Ich denke, dass Otto und Gernot keine leichte Zeit vor sich haben werden. Ich bin aber noch nicht ganz so weit zu schauen, welches Spiel hier gespielt wird. Aber das muss ich zum Glück auch nicht heute beantworten, sondern erst dann in der nächsten Folge dieses Let's Plays, auf die ich mich schon sehr freue. Also bis dahin, ciao.